Digga, was ist das? Hab ich eigentlich, das habe ich mir nie eigentlich gedacht. Baby Fat. Baby Fat. Fat Girls. Fatty Fat Girl. Junge, wer macht diese Namen da? Love Calories. Moo Moo. Thai Fat. Thai Fat. Fat Cat. Asian Plus. Junge, so gute Namen. Fatty Fat. Was macht ein Pilot am Steuer? Was weiß ich nicht. Biologie. Na, okay. Hast du verstanden? Nee. Warum? Ja, ich weiß nicht genau, warum jetzt ein Pilot Bier trinken sollte oder Biologie. Warte, was? Warum Bier? Ich habe Biologie verstanden. So, nein, nein. Ah ja, sorry. Biologie. Ja, wie? Ja, okay. Bio. Ja. Ja, was... Jetzt aber lustig, oder? Was hat das mit Biologie zu tun? Das ist eine gute Frage. Ach so, oh Gott. Ja, ja, sorry. Jetzt. Jetzt habe ich es. Ja, okay. Okay. Also hast du verstanden? Ja, ja. Ich hoffe, er fliegt nebenbei auch. Kannst du mal erklären? Naja, er bekommt Kinder. Ja, so ähnlich. Was? Oder hoffentlich nicht, vielleicht. Was macht ein Pilot? Junge, was? Was? Hab ich da gesehen? Oh mein Gott. Der hat einfach angefangen, den Interviewer zu verarschen, glaube ich. Oh mein Gott, Junge. Das ist das wirklich... Das ist eine Minute purer Cringe. Purer Cringe. Junge, das war wirklich, das war das Beste, was ich davon gesehen habe, von diesem schlechten Witz zu erzählen. Oh mein Gott, Junge, nur noch mal das Ende kurz. Verstanden? Ja, ja, ich hoffe, er fliegt nebenbei auch. Kannst du mal erklären? Naja, er bekommt Kinder. Ja, so ähnlich. Oder hoffentlich nicht, vielleicht. Was macht ein Pilot? Oder hoffentlich nicht, vielleicht. Nur mir so verwirrt gewesen, der Arme. Men's Long Jump, T11. Junge, das habe ich auch nicht geglaubt, dass das wirklich gibt. Als ob es Weitsprung bei Blinden gibt. Wie dumm ist das? Lex Gillette. His fourth round jump. Well, that's got it. The athlete's struggling here with the noise from the crowd. That one looked like it might. Men's Long Jump. Er springt einfach daneben. Es ist so gottlos. T11. Skandalös. Lex Gillette. Lex Gillette. His fourth round jump. Well, that's got athletes struggling. Wer kennt das denn noch? Wer kennt das noch, Chat? Klassiker. Also wer das nicht kennt, ist das Jizz. Ja, Junge, du bist einfach ein Kind. Ein Kind bist du. Das hat man gemacht, wenn damals die CD nicht gelesen werden konnte. Das war das Reinpusten der CDs. Bei Kassetten musste man reinpusten und bei CDs, wenn da stand, dass die CD vielleicht beschädigt ist, dass sie nicht mehr lesbar ist, immer Zahnpasta drauf, sauber gemacht. Und dann hat man gehofft, dass es wieder geht. Vielen Dank, jetzt habe ich mir gerade wieder ein VIP-Ticket in die Hölle gerufen, weil ich über den Blinden gelacht habe. Auf jeden Fall einen schönen Flashback gegeben. Wusstest du das? So, und jetzt hier muss ich mal ganz ehrlich sagen, dieses TikTok ist für mich der Beweis, dass wir in Deutschland unter 90%, 95% NPCs leben. Wusstest du tatsächlich, dass viele Pizzerien jetzt wegen des Klimawandels nur noch Pizza 3-Jahreszeiten anbieten? Was? Viele Pizzerien aufgrund des Klimawandels wegen Winter und so haben jetzt nur noch Pizza 3-Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst. Also kann man im Winter nicht Pizza bestellen oder wie? Boah, der Joke ist komplett an dir vorbeigefahren. Digga, also wer darüber lacht, das hat 250.000 Likes. Ich meine, ich habe es jetzt auch geliked, damit ich das euch zeigen kann. Das beängstigt mich, dass es Leute gibt, die das lustig finden. Das macht mich richtig wütend. Das macht mich so ein bisschen wütend innerlich und fassungslos auch. Wie du stehst am 1.4. im Dortmunder Block gegen München. Erkennen Sie ihn, den Mann in der rosa Mütze? Julian Nagelsmann. Gottlos. Vielleicht zu früh. Vielleicht zu früh für solche Witze. Hey, Rickert.
wie Nagelsmann gefeuert wurde. Hey, Rickert! Du bist gekündigt. Hey, Rickert! Nein, Scherz. Nein, Scherz. Hey, Rickert! Nee, du bist doch gefeuert. Hey, Rickert! Junge, so geil damals. Die Filme habe ich sogar irgendwann vor einem Jahr, glaube ich, mal wieder geschaut. New Kids. Legendenzeit damals. Junge, da war schon das Duell Kimmich gegen De Bruyne. Kleiner Vorgeschmack für Man City. Aber es kann ja auch... So, Digga. Das sind jetzt die letzten TikToks von heute. Aber wie krank, jetzt mal ganz ehrlich, Digga. Wie krank sieht das aus? Wie echt? Und wie witzig sieht das bitte aus, Carstens Fresse auf Montes Körper? Den schlimmsten Schmerz, die schlimmste Verzweiflung, den schlimmsten Gemütszustand zufügen. Und das Wichtigste ist, egal ob Mann oder Frau oder divers. Das sieht so echt aus. Lasst nicht mit euren Gefühlen spielen. Dazu seid ihr als Mensch viel zu schade für. Wenn ihr eine Beziehung habt, eine Partnerschaft. Ja, das ist wie so ein Unfall. Eigentlich kann man da nicht hingucken, aber man kann auch nicht aufhören. Weiß nicht wohin mit sich. Verlässt euch, will wieder mit euch zusammen. Das ist absolutes Gift für euer Herz und für euren Gemütszustand, für euer Selbstbewusstsein. Sagen wir jetzt mal, ihr seid männlich, gerade Anfang 20 oder weiblich Anfang 20. Eine Person verliebt sich in euch und sagt, ich liebe dich so, wie du bist so schön, ich mag deine Augen. Aber wie gruselig ist das? Wie nennt man das? Ist das Deepfake? Das dann das, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn man jetzt Carsten und Monte nicht kennen würde, würde man nicht denken, dass das hier editiert ist, oder? Ich finde, das sieht wirklich, also das sieht schon krank echt aus. Ich meine, TikTok hat jetzt auch nicht die beste Qualität, wenn das jetzt hier 1080p wäre und so, damit uns vielleicht schon sehen. Aber ich finde, das sieht schon crazy echt aus. Und dein Körper. Und hier ist noch ein anderes, genau, wovon das habt ihr anscheinend auch gesehen. Habt ihr anscheinend auch gesehen, Digga, das sieht geisteskrank aus mit Papa Platte auf UFO. Wir haben irgendwann mal einen Anruf im Studio bekommen von dem Manager von Migos. Die wollten einen Raum mieten. Und haben gar nicht nach dem freien Termin oder so gefragt, sondern haben direkt angerufen und gesagt, habt ihr das C800G Mic da? Und wir so, ja, haben wir, okay, dann kommen wir zu euch ins Studio. Also so besonders ist dieses Mikrofon. Die Amis arbeiten im Prinzip nur mit diesem Mikrofon. Es hat einen sehr bestimmten Klang, vor allem im Höhenbereich. Ich habe mit dem Mic das Ganze auch mal Live-Album aufgenommen. Natürlich ja, Nozi hat, oder? So klingt die Stimme dann auch. Der Originalkoffer, wir haben... Ja, hier muss ich sagen, sieht man jetzt schon ein bisschen, das ist auch manchmal verschwommen an manchen Stellen, aber es ist schon gruselig, finde ich. Es ist schon gruselig, was man damit machen kann. Ja auch, Digga, also hier dieser Anfang, das sieht so echt aus. Den schlimmsten Schmerz, die schlimmste Verzweiflung, den schlimmsten Gemütszustand zufügen. Und das Wichtigste ist, egal ob Mann oder Frau oder divers, lasst nicht mit euren... Digga, das ist so absurd. Es ist so absurd. Das ist wirklich, ja. Aber das war es auch schon wieder. Wie gesagt, ich habe leider in den letzten Wochen jetzt nicht so viel TikTok geschaut.